gewesen bei Leo. Maja, du, die sich als Vordenkerin für den Frieden engagierst und mit uns im Geist und im Herzen verbunden bist, bringst deine Gedanken in Einklang mit unserem Wunsch, wofür wir hier stehen, jeden Montag und weiterhin alle folgenden Montage deutlich aus. Wir alle hier schließen uns deinen Gedanken an, an der Weltfriedenserklärung. Liebe Mitgeschöpfe, ich bin ein Geschöpf des Planeten Erde. Erkläre hiermit den Frieden mit allen Leben. Ich glaube nicht an den Frieden, sondern weiß viel mehr um den Frieden, der als ursprüngliche Basis alles Lebendige trägt. Der Frieden ist der Herzschlag der Liebe. Und sie ist die Kraft, die uns schenkt, was uns zu Brüdern und Schwestern macht. Das Leben. Diese Weltfriedenserklärung richte ich an alle Menschen. An alle Menschen dieses Planeten, an alle Tiere in den Erden und Himmeln und Wässern und an die unendlich scheidende Pflanzen- und Bodenvielfalt unserer gemeinsamen Heimaterde. Zuallererst aber wende ich mich mit dieser Friedenserklärung an mich selbst. Ich erkläre den Frieden mit mir selbst. Die kriegerischen Konflikte, die mit Hilfe der Erziehung, der Medien und der Schulberufsstaatssysteme in mich hineingepflanzt werden und worden sind, erkläre ich für immer entlarvt und beendet. In dem Sinne, dass ich sie nicht länger in meine Außenwelt austrage, sondern ich die ihnen zugrunde liegenden Ängste, Verletzungen, Erniedrigung, Schuld- und Einsamkeitsgefühle in mir selbst durchdringe und auflöse. Ich weiß, dass die Welt mein Spiegelbild ist. Und ich sie nicht verbessern kann, indem ich den Spiegel zertrümmere. Ich erkenne mich, den Betrachter des Spiegels, in ihr und verstehe, dass jeder Krieg in meiner Umwelt auf einem verdrängten Konflikt in meinem Inneren basiert, den ich entdecken und beenden werde. Ich erkläre den Frieden mit allen Menschen, die diese Erde mit mir teilen, die bewusst eingeführten Mittel der Trennung, Religion, Staatsangehörigkeit, politische Anschauung, kultureller Hintergrund, soziale Stellung und so weiter, durchschauen überwinde ich. Um jeden Menschen als mir gleichwertig erkennen zu können, Hierarchien beuge ich mich nicht länger, weder auf unteren noch auf oberen Ebenen. Es gilt für mich nur noch eine Autorität. Hier, ich weigere mich fortan, meine Mitmenschen als Vorgesetzte, Untergebene, Konkurrenten, Gegner, Fremde oder gar Feinde zu betrachten. Sie sind keine Arbeitslosen, Angestellten, Arbeiter, Beamte oder gar Politiker. Sie sind aus demselben Fleisch und Blut, wie ich es bin. Sie spüren Freude und Schmerz, wie ich es fühle, und sind somit vor dem Angesicht des Lebens mir gleich. Ich erkläre den Frieden mit allen Tieren, die diese Erde mit mir teilen,
Denn wie Tolstoi bereits erkannte, erkenne auch ich, solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Die Tiere dienen mir nicht als Steaks und Filets, Omelettes und Joghurt, Zoo und Zirkusattraktionen, Kleidung und Souvenirs, Wett- und Experimentierobjekte. Ich weigere mich fortan, meine Mittiere als Geschöpfe unter mir zu betrachten. Sie sind nicht unterteilt in Haus-, Nutz- und Zuchttiere, von denen die einen behütet und geliebt, die anderen missbraucht und getötet werden. Sie sind aus demselben Fleisch und Blut, wie ich es bin. Sie spüren Freude und Schmerz, wie ich es fühle, und sind somit vor dem Angesicht des Lebens mit mir gleich. Ich erkläre den Frieden mit allen Pflanzen, Böden, Wässern, Himmeln und Wundern der Erde, die sie mir so selbstlos zum Leben reicht. Ihre Pflanzen sind meine Heilmittel. Ihre Böden bieten mir Lebensraum. Ihre Wässer schenken mir Energie des Lebens. Ihre Himmel offenbaren mir die Möglichkeiten meines Seins. Und ihre Wunder lassen mich die all eine Bedeutung des Lebens erkennen. Allen Gaben unserer gemeinsamen Mutter Erde werde ich den Respekt entgegenbringen, den sie mir entgegenbringt. Und das jeden Tag, den ich auf ihr und mit ihr verbringen darf. Alles, was dieser Friedenserklärung entgegenstrebt, wie zum Beispiel Massentierhaltung und Massenproduktion, Tier- und Menschenhandel, Finanzdienstleistung, Psychopharmaka, Gewinnmaximierung, TV-Propaganda, Fastfood, Familienpolitik, Eigentum-Wettkämpfe, Verbote, Militär, Kirche, Monopole, Gesetze und vieles mehr werde ich nicht länger unterstützen oder verschweigen, sondern nach Alternativen suchen, sie finden und mit Tatkraft unterstützen und verbreiten. Somit verschreibe ich mich gleichzeitig und gleichwertig mit dieser Weltfriedenserklärung der Wahrheit. Und werde keine Lügen mehr dulden. Vor allem lege ich den Zwang zur Identifizierung ab. Identifizierung mit meiner Landesgeschichte, meinem Berufsstatus, meinem Besitz, meiner Hautfarbe, meiner Religion und so weiter. Denn er ist ein Weg der Trennung und als Mitursache aller kriegerischen Auseinandersetzungen anzusehen. Zugleich verabschiede ich mich von indoktrinierten Überzeugungen, Werturteilen und sonstigen gedanklichen Vorgaben, die mir den Blick auf die Wahrheit und somit auf den Weg zum Frieden versperren sollen. Das Spiel ist aus. Ich bin von nun an niemals Marionette mehr. Ich verlasse das Spielbrett, auf dem das Leben zum Verlierer erklärt wurde. Ich werde keine Schlachtfelder mehr betreten, denn jedes von ihnen wurde künstlich erzeugt von elitären Machtkreisen. Ich bin nicht länger ein entindividualisierter Handlanger von Pseudo-Geldautoritäten, die mich mein ganzes Leben lang nur als Vieh für ihre persönliche von Macht und Gier verseuchte Hetzjagden missbrauchen. Ich lasse nicht mehr länger Regierungen über mein Leben entscheiden, die mich anderen Völkern oder Volksgruppen gegenüber entweder zu einem Feind oder zu einem Freund erklären, die mich entweder glorifizieren oder denunzieren, loben oder verachten. Keine Schublade wird mehr mein Gefängnis sein, denn ich weiß, wer ich bin und was ich zu tun habe, um meiner eigenen Weltfriedenserklärung gerecht zu werden.
Ich habe das Geheimnis erkannt, was mit härtesten Mitteln, vor allem durch das Geld, vertuscht wird. Es ist alles bereits da. Auch der Frieden. Jeder Einzelne muss sich nun endlich dafür entscheiden, die nach wie vor überwiegend anzutreffende Enthaltung kommt einer stetigen Zustimmung, einer Kriegserklärung an das Leben gleich. Will ich Krieg, der unsere Welt heute mehr denn je beherrscht, oder will ich Frieden? Und was bedeutet das für meine Lebenssituation, für meinen gesellschaftlichen Status, für meine Gewohnheit, kurz für meine Selbstgefälligkeit, wenn ich mich für den Frieden entscheide? Es bedeutet nichts weniger als die Tatsache, endlich frei zu sein. Ich entscheide mich offiziell für den Frieden mit all seinen Folgen. Ich in Liebe, ein Geschöpf der Erde.